Eine Liebeslegung jetzt für dich. Ich habe gerade richtig Hype-Energie bekommen. Puh. Okay, eine Liebeslegung für dich. Auf hier wirst du K mit den Karten energetisch abgebildet sein. Hier dieser eine Mensch aus dem ganzen Kuddelmuddel und aus allem jetzt so deine Seelen-Herzens-Connection so eins. Eure geteilte Energie und deine Übungskarte, damit es für dich richtig klar ist. Und ich habe jetzt auch hier, steht jetzt hier. Ich berühre ihn gerade. Sieht man ihn im Bild jetzt? Ihn, es, die Gottheit, whatever. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt hier alleine im Bild. Keiner hat gefragt. Private Legung, 1 zu 1 Legung jetzt für dich. Heute ist Neumond in Widder. By the way, happy Neumond. Energie ist gerade all over the place, okay? Hallo. So. Für alle Menschen, die auf dieses Video dazu geklickt haben, das ist eine 1 zu 1 Legung. Viel Spaß auch beim Zusehen. Aber auf jeden Fall, denk daran, nimm nur die Energie, die für dich passt, weil diese Legung ist sehr spezifisch jetzt. Und ja, wir fangen direkt an. Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du mich als Kartenlegerin ausgesucht hast. Und ich hoffe, dass du jetzt richtig so. Du hast es ja eigentlich schon gut gesagt, deswegen, ja. So, deine Legung jetzt. So, du, dein Herz, deine Liebe, geteilte Energie und eine Überblickskarte für euch. Hoho, okay. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Oh, die Lilien sind rausgefallen. Also auch deine Karte speziell. Fünf Stäbe, uff, sechs Stäbe, viel Feuer. Die Wurzel und dein Wille jetzt. Wo sind wirklich die Wurzeln deines Herzens? Wo fühlst du eigentlich wirklich so vom Herzen, dass es diese eine Verbindung ist? Und wo willst du es auch so? Was will dein Herz? Was willst du? Fünf Stäbe, sechs Stäbe, rot und gelb. Okay, so, wir ziehen durch für dich. Okay. Gut. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Jetzt für dich. Okay, noch dreimal mischen. Ganz viele Stäbe. Vier Stäbe, die Beziehung. Sechs Stäbe. Etwas, was schon zu Ende ist. Etwas, was getragen wird, obwohl es zu Ende ist. Etwas, was abgelassen werden kann. Ass der Kelche, neue Liebe. Okay. Für dich. Für dich jetzt ganz klar. So. Let's see, was abgeht. Du. Drei Stäbe, okay. Vier Stäbe. Du hast echt ganz schön viel Feuer, ne? Sehr viel Leidenschaft hier auch. Huff. Vier Schwerter. Oh, sehr schön. Okay, du zeigst mir gerade so richtig so deine Energie, deine Herzenswärme, so richtig wie deine Seele, alles in dir ist offen und sehnt sich nach etwas. Du fühlst die Wärme ist in dir, deine Flamme ist bereit, geteilt zu werden. So richtig es brodelt und flackert und leuchtet so. Und du hast Hoffnungen und Erwartungen. Jetzt so das Beste, was du machen kannst, ist einfach so in deiner Mitte sein. Okay, ja, entspann dich, lehn dich zurück, nimm dir einen Tee, hol dir einen Tee. Vier Stäbe, vier Schwerter. Ruhe, einen Grund zu feiern, dich selbst zu feiern. Okay, deine Entscheidung ist jetzt sehr, sehr wichtig. Also es kommt, glaube ich, im Endeffekt einfach darauf an, für was sich dein Herz entschieden hat, für was sich dein Herz entscheidet. Acht Kelche. Prinz der Schwerter. Zwei Stäbe. Die Entschlossenheit und die Entfernung von jemandem, die richtig Distanz zwischen Distanz zwischen jemandem. Oh, okay. Dein Herz hat sich vielleicht auch lange nach jemandem gesehnt, aber diese Person schien unerreichbar. Prinz der Schwerter. Das ist so diese ganz leichte, das ist eigentlich auch so die unreifste Energie, so was ganz Frisches und Junges, auch so ein bisschen spielerisch und so.
Und dann zwei Stäbe, die Beobachtung von etwas. Das ist auch so eine beobachtende Komponente. Das ist die geteilte Energie, der Gehängte. Okay. Zwei Münzen. Aha. Drei Münzen. Okay. Es gibt noch ein Hin und Her, vielleicht wortwörtlich mit einem Fisch. Oder einfach jetzt auch so zwei Münzen, drei Münzen, fünf Münzen zusammen. Wirklich die Trennung von jemandem und sehen da, wo keine Aktivität mehr stattfindet. Aber das ist auch ein bisschen so, du gibst dem Ganzen noch Aufmerksamkeit, du unterhältst das Ganze noch quasi. Und du willst hier mehr Feuer und das ist so ein bisschen einfach so Low-Level-Verbindung. Low-Level-Verbindung. Überblick, der Turm. Oh. Okay, fünf. Der freie Wille. Der freie Wille wirklich, für was du dich entscheidest. Okay, deswegen am Anfang auch fünf Stäbe, sechs Stäbe. Deine Wurzel, deine Basis, dein Herz. Innerlich fühlst du vielleicht eine starke Verbindung zu jemandem, aber hier sind so viele Komponenten, das ist auch so viel, so fragmentierte Energie. So Person im Herz, wer dich umgibt. Acht Kelche. Das ist erstmal vielleicht auch jemandem, mit dem du dich noch aufhältst, der aber emotional eigentlich gar nicht mehr richtig anwesend ist. Aber du hast immer noch so ein bisschen diese Hoffnung gehabt, okay, vielleicht passiert mit diesem Menschen noch was. Aber nein, das ist wirklich schon fertig, der Gehängte. Dann eine Beziehung, die vielleicht deine Aufmerksamkeit neu erweckt hat wegen irgendetwas Kleinem und du hast noch so ein bisschen ein kleines Hin und Her. Und das Eigentliche, was vielleicht in die Wege geleitet wird, ist aus deiner Ruhe heraus neu checken, wen dein Herz wirklich möchte. Und dann auch so die nötigen Schritte wirklich gehen in der Umsetzung, dass ihr euch etwas aufbauen könnt. Oder so erstmal auch vielleicht sehen, welche verschiedenen Ebenen und Stufen es auch noch von der Liebe gibt. Vielleicht ist das ja auch erstmal sowas, dass sich so in Freundschaft so entwickelt. Der Turm. Der Turm ist auf jeden Fall eine starke, drastische, dramatische Veränderung. Also wie auch immer. So zu den ganzen Verbindungen, ne? Wo du so ein bisschen so gefühlt hast, so und ne? Also hier ist auf jeden Fall eine große Veränderung. Und es ist voll schön für dich erstmal hier so die drei Stäbe, vier Schwerter zu sehen, weil das ist so richtig so, dein Wille ist stark in dir, du bist stark so in dir geerdet und du weißt, was du möchtest, du weißt, wonach du dich sehnst, deine Verbindung auch zu deinem Gefühl ist stark. Und vielleicht geht es jetzt auch ein bisschen darum, stärkere Grenzen zu ziehen, drei Stäbe, vier Stäbe, mit den Menschen, die einfach wirklich nichts mehr bringen. Weil ich meine, guck mal, das sind jetzt auch hier auf deiner Seite genau hier so die weibliche Kraft, zwei Frauen abgebildet. Und dann bei den ganzen Menschen, die dich umgeben, das sind alles so halt Männerfiguren, männliche Figuren. Jemand, der hier gar nicht mehr richtig präsent ist, so irgendwie sein Leben chillt ganz woanders. Das gibt mir so ein bisschen so Hin- und Her-Energie spielerisch. I don't know, weiß ich nicht. Scheint aber auch gerade da, wo aktuell, glaube ich, dein Fokus am meisten liegt oder wer vielleicht gerade in gegenwärtig bei dir am präsentesten ist. Das gibt mir auch gerade so die unreifste Energie mäßig, so von den Verbindungen. Okay, der Turm. Was im Überblick der Turm? Was bedeutet das erstmal für dich? Im Überblick der Turm. Im Überblick der Turm. Der Kelche. Okay. Okay. Acht Stäbe. Okay. Was ist der Turm hier im Überblick für dich? Die acht der Münzen, acht Kelche wollten gerade wieder raus. Stierenergie. Also Hierophantenergie. Dein höheres Selbst. Dein höheres Selbst, wie sagt, du weißt doch eigentlich genau, von wem du dich distanzieren musst, damit du Raum schaffen kannst für den Menschen, nach dem sich dein Herz wirklich sehnt. Oder wo du so auch die Verbindung spürst. Die Sonne im Sommer. Aha, okay, das ergibt Sinn, auch mit der zeitlichen Einordnung
Von den Infos, die du mir schon gegeben hast, so der Sommer. Okay, energetisch gesehen, der Sommer hat alles durcheinander gebracht. Okay, der Sommer hat alles durcheinander gebracht. Löwe-Energie, die Sonne, der Turm, Möglichkeit, jetzt einen neuen Weg zu gehen, einen neuen Weg einzuschlagen, aber immer noch die Verbindung zu jemand anderem. Jemand ist ja sehr entschlossen gewesen. Jemand ist sehr entschlossen gewesen. Du hast viel darin gesehen, aber im Endeffekt, was hat es dir jetzt gebracht? Eigentlich an sich, wenn du dich so umschaust, sehe ich dich hier richtig glowen. So, du bist in deiner Mitte, du bist ruhig, die Beziehung ist auch gerade irgendwie deine Priorität. Gleichzeitig gibt es ja halt noch viele Menschen, so energetisch gesehen in deinem Umfeld, wo die Fäden noch zu dir da sind und es liegt an dir, die sieben Stäbe zusammen ist Grenzen ziehen, richtig. Und auch so für das, was du willst, so richtig, das, was du willst, richtig umzusetzen, zu verkörpern. Und hier sehe ich noch energetische Bänder. Weil ich dachte jetzt, als ich deine Legung gemacht hätte, dass ich hier so richtig offensichtlich einfach sehen werde, wer es für dich ist. Und dann vielleicht in der geteilten Energie ein bisschen mehr zu eurer Backstory. Aber ich sehe jetzt hier energetisch gesehen, literally, einfach deine energetischen Bänder zu diesen ganzen Menschen. Also zu den vielen verschiedenen Menschen. Und deswegen ist es für dich der erste Schritt erstmal. Du weißt, dir ist es wichtig, dass dein Herz, dass du dich richtig wieder gut fühlst, dass du wieder richtig glücklich bist, Vollkommenheit spürst in dir. Du bist in deiner Mitte, du fühlst dein Feuer und irgendwie gibst du dir auch selbst schon alles, was du willst. Jetzt möchtest du 4-4 mit jemand anderem, möchtest du diese Stabilität teilen und zusammen fühlen. Dann ist dein erster Schritt hier direkt die Grenzen ziehen zu den Menschen, die, wo es einfach nur so ein bisschen ein Hin und Her ist, wo schon eigentlich der Stempel gedrückt wurde, okay, das ist nichts. Okay. Mehr zu diesem Turm bitte. Ass der Schwerter, weil es, okay, es gibt eine Wahrheit. Okay, es gibt Ass der Schwerter, ich liebe diese Karte in Liebeslegungen. Okay. Wahrheit und dann Aktion. Okay, das ist genau dieses mit dem, was du möchtest, was dein Herz möchte, was dir ganz klar ist, diese eine Sache, die aus deinem Herzen dir richtig krass klar ist, dass du auch wirklich danach handelst und nicht aus Angst oder so oder aus Unsicherheit, weil das ist auch ein bisschen diese zwei Münzen. Und mit dem Prinz der Schwerter hier, das ist so richtig diese Energie, okay, ich schaue mir jetzt erstmal noch alles an, alles ist ein bisschen spannend, alles, ich bin auf alles ein bisschen neugierig und so. Für dich ist es jetzt richtig so, innerlich fühlst du, wer richtig krass dein Feuer entfacht, okay, mit der Sonne, wer richtig krass dein Feuer entfacht. Und es wäre auch nicht bis zu diesem Punkt jetzt gekommen, hätte diese Situation oder was auch immer da mit dem Turm passiert ist, mit einem anderen Menschen, vielleicht im August. Oder September. Auf jeden Fall, so, es gibt einen Grund, dass du jetzt so, du hast richtig die Möglichkeit, jetzt klar die Grenze zu ziehen, zu wem nichts mehr ist und was du wirklich möchtest, so. Also dir auch mal mit dem Ass der Schwerter, Ass der Kelche vor Augen führen, was möchte dein Herz jetzt wirklich? Okay, du möchtest glücklich sein, du möchtest in einer stabilen Beziehung mit jemandem sein, aus deiner Mitte heraus, zusammen Sicherheit und so alles, so das Feuer fühlen und alles so, ne, frisch, neu. Okay, dann gibt es ja noch ein paar Menschen, zu denen klarer die Grenze gezogen werden muss. Und auch jemand, der hier schon längst distanziert ist und jemand, der auch so eigentlich nie wirklich anwesend war. Okay, noch eine zu dem Turm bitte. Eine noch zu dem Turm für deinen Überblick hier. Was ist wichtig? Zu den Flammen. Der Pa Mutsch. Aha. Page der Stäbe. Okay. Page der Stäbe. Page der Stäbe. Mutig sein. Mutig sein, in einer Erfahrung neu sein. Das ist jetzt eine ganz neue Erfahrung, in der du bist. Etwas Neues, auf das du dich jetzt auch einlassen darfst. Komplett, wirklich ganz, ganz neu und frisch. Wie ein kleines Kind, Page der Stäbe. So deine feurige Energie. Okay, es ist auch schon viel Zeit vergangen. Und es fühlt sich immer noch genauso an vielleicht. Weil das so auch die Liebe ist. So die wahre Liebe. Egal wie viel Zeit vergeht, so es ist immer so. Es bleibt, es ist immer. Okay, im Turm. Das sieht aus nach einem schönen Turm. Oh, im Split. Wassermannkarte. Der Stern. Okay. Heilung und auch die Möglichkeit. Und das ist auch so, okay. Mit den sieben Münzen und mit dem Stern ist es voll so dieses. Ich habe so lange Zeit keine Veränderung gesehen. In dem Weg, den ich wirklich gehen will. In dem Weg, wo mich mein Herz wirklich krass hinzieht. Ich sehe, ich habe so lange keine Veränderung mehr gesehen. Ich habe so lange keine Veränderung mehr gesehen. Und es ist schwierig für mich, noch wirklich daran zu glauben. Und das ist für dich jetzt richtig sehen. In dir neu die Sicherheit fassen und sehen, okay, manchmal brauchen gute Dinge wirklich echt viel Zeit. Und jetzt so diese eine Sache, die jetzt noch neu ins Rollen kommt, jetzt aktuell für dich, über was du dir klar wirst und da, wo du die Grenzen ziehst. Okay. Sieht mir also auch nach einem sehr positiven Turm aus. Ich habe das Gefühl, was auch immer da passiert ist für dich im Sommer. Mit der Sonne oder was auch immer. Es kann auch vor kurzem sein, dass etwas vor kurzem passiert ist und dass du neu gecheckt hast, wirklich, was dich glücklich macht.
Was auch immer passiert ist, das scheint, als wäre dieser Turm sehr positiv für dich gewesen. Auch eine neue Erfahrung, vielleicht auch etwas, womit du gar nicht gerechnet hast. Und du hast dich auch vielleicht ein bisschen überfordert damit gefühlt und du warst so ein bisschen so, oh, so wow. Also du hast einfach alles so aufgesaugt, auch so wie ein kleines Kind und so die Erfahrung. Es war so einfach so richtig frisch und magisch auch in dieser Kombination. Sehr, sehr magisch. Ganz klar, deine Glückseligkeit hier auch. Was auch immer passiert ist, es scheint, als hätte deine Seele das richtig gebraucht, damit deine Seele richtig checkt und neu sieht, neu erfährt, was du wirklich in diesem Leben jetzt noch erfahren möchtest, was möglich ist, wohin es dich zieht und einfach was du willst, was dich glücklich macht und wo du dich am besten fühlst. Page der Stäbe und die Sonne ist auch so richtig dein inneres Kind. Also mit wem kannst du einfach wieder so richtig Kind sein? Mit wem denkst du am wenigsten nach? Mit wem bist du einfach? Oder mit wem so ist es auch einfach am spaßigsten und so. So scheint sehr klar zu sein eigentlich im Inneren für dich, wer das ist mit dem Ast der Schwerter. Hier steht nichts wirklich in Frage. Es ist eher so, das, wo du noch deine Energie einfließen lässt und dadurch kein Raum existiert, um wirklich ganz klar diesen Menschen hier zu haben. Mhm. Vier Schwerter. Es kommt zurück, so auch so die Ruhe, die du dir nimmst und richtig, das ist auch so zweimal vier Schwerter, deswegen auch da so ein bisschen die Angstenergie, so aus hier, in der Verbindung ein bisschen, mit wem auch immer das geteilt wird. Vier Schwerter ist richtig stark. Zur Ruhe kommen, dir klar über all die Verbindungen werden, alles erstmal nur beobachten, erstmal alles beobachten, zur Ruhe kommen und dann ganz klar sehen, wer dir mit wem du Fülle fühlst oder wer am meisten so dich bereichert auch. Wo du am meisten aufblühst. Weil es hier bei jedem auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Das sind alles verschiedene Arten von Beziehungen. So. Und eine Sache ist aus dem allen ganz, ganz klar. Und das weißt du eigentlich und falls du es noch nicht siehst, ist das so eine Sache, die gesehen werden kann, sobald du dir selbst den Raum dafür gibst, um kurz so dein System so runterzufahren und das zu erkennen, weil es da ist. So die Ablenkung muss nur, glaube ich, so abgeschaltet werden. Okay. Okay, es geht weiter mit deiner Klärung. Du zeigst die drei Stäbe, okay? Warum zeigst du die drei Stäbe? Hoffnungen und Erwartungen aus der Vergangenheit, etwas, eine Situation, aus der du gelernt hast, deine Mitte neu zu finden, was dir wirklich wichtig ist, neue Bewegung auf feurige Art, nach der du dich sehnst und die du wolltest und du hast vielleicht etwas erwartet oder etwas von etwas geträumt und dann hat es sich auch gefunden, etwas, womit du nicht gerechnet hast und das hat dich dann irgendwie sehr glücklich gemacht. Okay, so die drei Stäbe für dich. Was sind die drei Stäbe für dich jetzt hier? Was ist wichtig aus dieser Energie? Aus etwas Neuem auf ganz leichte Art, in der du dich wiedergesehen hast, in der du dich vielleicht auch so irgendwie ein bisschen neu gefunden hast, erkannt hast. Drei Stäbe jetzt für dich. Mäßigkeit, Zeit. Okay, Mäßigkeit, Zeit. Balance, Gleichgewicht. Neu deine Mitte gefunden und wirklich erkannt, literally. Auch so Zeit in der Heilung, etwas, was, vielleicht wurde deine Geduld bisschen, deine Geduld wurde geprobt, heißt es so? Deine Geduld, neun Kelch, oh, schön, sehr schön. Mhm. Sehr, sehr schöne Energie, sehr, sehr schöne Energie, aus der du kommst. Sehr, sehr schöne Energie, Mäßigkeit, neun Kelche, ja, genau das. So, was du möchtest, ist dir sehr, sehr klar. Was du möchtest, ist dir sehr, sehr klar. Okay, deine Option. Kraft. Okay, und Königin der Stäbe. Deine Kraft hast du auch literally neu erkannt, was deine Kraft ist. Und etwas, was du jetzt ausleben, erleben möchtest, mit jemand sehr Speziellem. Deine Willenskraft kommt hier sehr, sehr stark durch und vielleicht auch neu zu verstehen, neu deinen Willen zu erkennen, einzusetzen und auch so zu verstehen, wie das aus deinem Herzen kommt, was du möchtest. Mhm. So dein Blick auch in die Ferne, hier sind wieder die sechs Stäbe.
das erfolgreicher auch zusammenkommen mit jemandem. Drei Stäbe hier, sechs Stäbe auch am Anfang schon gesehen. Aus der Wurzel heraus, dadurch, dass sich jemand eingebracht hat, hat sich vieles verändert, viele Möglichkeiten, die dir neu klar geworden sind, auch über deinen Willen, über deine Herzenskraft, über deinen Herzenswillen. Und etwas, für das du jetzt sehr, sehr offen bist. Du bist literally energetisch gesehen, bist du sehr, sehr offen, dass aus all dem einfach, dadurch, dass du chillst in deiner Mitte, du weißt genau, was dich glücklich macht, du weißt, was du möchtest, und du chillst hier literally einfach so und hast so, energetisch gesehen, hast du gerade voll diese Energie. So, alles, was zu mir will, kommt automatisch zu mir. Alles, wonach ich mich sehne, sehnt sich nach mir. Das ist so richtig, richtig schön, diese Energie, die du ausstrahlst, so richtig aus deinem Inneren heraus. Neunkelche, Kraft, Könige der Stäbe, Mäßigkeit. Also auch so Chapeau. So sehr, also ja. Das kann ich einfach nur unterstreichen. Das ist wichtig, sehr schön. Vier Stäbe in der Turm. Ah! Zweimal der Turm. Zweimal der Turm auf die drei Münzen. Es scheint hier so, als gäbe es ein Fenster für etwas. Es gibt jemanden. Es gibt jemanden, okay. Ich weiß nicht, wer das jetzt für dich ist. Ich glaube, ich fühle schon, wer das für dich ist. Es gibt jemanden und da ist deine Energie, macht da anders einen Kick. Deswegen diese Energie, die ist wirklich magisch, die ist, glaube ich, genau gepolt auf diesen Menschen. Und okay, das ist so aus dem Nichts und man weiß nicht, okay, wie. Das ist auch ein bisschen jetzt so. Mit deinem, dass du vielleicht versuchst zu verstehen, wie das in Zukunft aussehen könnte. Gerade ist es noch sehr ungewiss, man weiß nicht wirklich, wo man steht. Es ist eigentlich noch sehr wenig, was man von diesen Menschen bekommen hat. Man hat starke Hoffnungen und man weiß aus der Vergangenheit auch schon ein bisschen, wie krass es ist, wie krass es war und auch, dass es, und dadurch, dass es auch immer noch krass ist, dass es auch sehr krass sein kann. Das sind jetzt aber auch ein bisschen vielleicht so dieser Hauch von Unsicherheit und Angst, der noch damit einhergekommen ist, mit dem Turm natürlich. Auf die drei Münzen kann man wirklich mit dieser Person etwas aufbauen. Ist es nicht doch besser, es einfach so zu lassen? So, okay, viel, viel, was in Frage gestellt wird in Bezug auf die Beziehung, die sich hier potenziell entwickeln kann. Okay, Viel, viel herumgedingster. Zehn Stäbe, sechs Stäbe. Es sieht erfolgreich aus, es sieht erfolgreich aus und es sieht so aus, als müsstest du dich einfach wirklich dazu entschließen mit der Königin der Stäbe. Es scheint hier deine neue Kraft zu sein, dein Feuerelement zu sein, auch viel Momentenergie für dich zu verstehen. Oh, der Gehängte. Aha, okay. Das für dich zu verstehen, was ich gerade ein bisschen angedeutet habe, und dann habe ich den Satz nicht richtig beendet. Es scheint, als gibt es hier etwas noch, was du noch erkennen kannst, was du erkennen darfst, sobald du ein bisschen tiefer in die Materie tauchst oder tiefer in die Verbindung mit diesen Menschen reintauchst. Und es scheint auch so, als gäbe hier es noch eine Erfahrung, die auf dich zukommt, die du machst. Der Gehängte, der Turm, zehn Stäbe, warte mal. Der Gehängte. Der Gehängte in der geteilten Energie, aber es scheint ein anderer Gehängter zu sein. Das ist hier irgendwie jemand, der. Es könnte auch jemand sein, der sich Zeit nimmt, um etwas zu überdenken, Zeit nimmt, um etwas zu verstehen, aber irgendwie ist dieser Mensch auch nicht richtig am Start. Der Gehängte hier, ich weiß nicht, ob du das bist, mit den zehn Stäben, Moment, neun Münzen hier. Okay, also der Turm hat schon ein bisschen Klick gemacht. Dann gibt es hier zehn Stäbe. Die zehn Stäbe sind auf dem Turm, sehr viel Druck, etwas. Ich glaube, es gibt noch einen Turm. Ich glaube, das ist ein neuer Turm. Und ich glaube, es gibt noch einen Turm, der noch eintreten darf bei dir. Und ich glaube, das ist ein Turm, den du vielleicht verstehst, sobald du ein bisschen deinen Blickwinkel wechselst und richtig diese innere Kraft in dir checkst. Weil ich sehe in dir eine sehr, sehr starke Kraft, verbunden mit deinem Herzen, verbunden mit deinem Willen, verbunden mit deiner persönlichen Glückseligkeit, über die Zeit etwas, das du erkannt hast, eine neue Kraft, die du aus dir schöpfst. Auch in Bezug, wie du dann mit deinen Beziehungen umgehst. Und ich sehe, dass hier noch etwas, was lange gehalten wird, wo eigentlich der Zug auch schon längst abgefahren ist. Ich sehe, dass das hier, dass du dich komplett davon entfernen darfst und so, dass vielleicht auch so, okay, es war eine schöne Zeit, danke schon dafür, aber so, ich ziehe weitermäßig. Aber das werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen klären hier. Also der Gehängte, oh, Seelenverbindung, sechs Kelche direkt, ist jetzt aber ganz schön schnell gesprungen. Der Gehängte, aha, es kann jetzt auch dieses sein, es gibt hier jemanden, den du schon richtig, richtig lange kennst, okay, diese Person, die du richtig, richtig lange kennst.
Es gab lange keine Veränderung mehr mit den 7 Münzen, die wir vorhin gesehen haben. Okay, dann aus dem Nichts, auf einmal, pum, hast du dich wieder so gefühlt, vielleicht auch zurückkatapultiert an eine Zeit, die schon lange vorbei war. Da, du hast aber auch viel aus dieser Situation gelernt. Und es scheint hier, als gäbe es Potenzial für die Entfaltung einer neuen Geschichte von etwas, wo du dachtest, dass es schon längst zu Ende ist. Okay, mehr zu dem Turm hier bitte. Noch zu dem Turm hier. Der Ritter der Münzen. Aha, ja, jetzt. Oh, ich habe gerade. In meinem Körper habe ich es gerade übergespürt. Das ist genau diese Energie. Der Ritter der Münzen. Man dachte so über die ganze Zeit lang König der Schwerter. Das ist auch Wassermann-Energie. Man dachte über die ganze Zeit lang so, dass es einfach keine Veränderung gibt. So, man hat. Im Kopf hat man noch so gehabt, man hat diesen Menschen einfach so als schöne Erinnerung abgestempelt. Sechs der Kelche, oh, das war eine schöne Zeit. Damals habe ich mich so toll gefühlt. Kann sein, so auf diese Energie. Page der Stäbe, die Sonne mit dem Schwert, mit dem Ast der Schwerter. Es war eine so schöne Zeit, aber dann noch irgendwie so, das Leben ist einfach passiert, es war einfach weg und du hast es dann so, okay, es bleibt eine Erinnerung. Dann ist irgendwas Randomiges passiert. Also wahrscheinlich war es auch nicht so random für dich, es ist wahrscheinlich sehr spezifisch für sich, aber ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Auf jeden Fall ist irgendwas passiert mit dem Turm, was sich auch so ein bisschen aus dem Wind gebracht hat. Und das ist auch ein bisschen so, glaube ich, der Ritter der Münzen gewesen, der die ganze Zeit auf dem Weg war, aber du hast es nicht gesehen. Dieser Mensch hat wahrscheinlich auch so seine Lebenserfahrungen gesammelt und halt sein Leben gelebt. Und jetzt habt ihr so hier so diese neue Möglichkeit für die Verbindung mit den 10, noch eine für die 10 Schwert. Boah, what the fuck? Ich glaube, wir sind der Sache ganz schön gut auf der Spur. Also könnte ich dir jetzt einfach so einen Tipp geben aus meiner Intuition heraus, würde ich sagen, ganz ehrlich, so diese Verbindung, die du aus deinem Herzen fühlst, so richtig krass, ich glaube, dieser Mensch ist es. Ich glaube, so dein Ex, ganz ehrlich, nein. Und dieser andere, so. Weil du meintest ja auch sehr, also das ist genau so diese spielerische Abenteuerenergie, weißt du? Also auch ein bisschen einfach, dass man so einfach nur ein bisschen rumguckt, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass es einen krassen Erhalt hat. Aber wir werden gleich sehen. Anyways, auf jeden Fall. Dreimal der Turm, das ist ganz schön happig. Ich finde es stark von dir, ich finde es richtig krass stark von dir, dass bei so einer, also das ist sehr dramatisch, das ist sehr viel was los ist und ich finde es stark von dir, diese Karten zu zeigen, weil das ist auch so straight to the point eigentlich. Richtig lange willst du eigentlich nur eine Sache. Du konntest vielleicht auch lange nicht glauben, dass diese Sache möglich ist und jetzt hast du neu wirklich das Fenster. Die Möglichkeit für dich, das auch zu wählen, weil es kommt jetzt auch stark auf deine Wahl an, mit dem Ast der Schwerter, dass du auch deine eigenen Taten richtig danach richtest, nach dem, was dein Herz möchte. Okay, zurück zu den Karten. Interessant. Crazy. Drei Türme, gegenwartsorientiert. Also es scheint auch so, als wäre jetzt ganz, ganz viel für dich, auch weil es alles gegenwartsorientiert ist. Ganz, ganz viel auf deine innere Kraft vertrauen, ganz, ganz viel im Moment sein, immer wirklich jetzt in all den Entscheidungen, die du triffst, dich richtig krass auf dich selbst zu fokussieren, die Entscheidungen treffen, die wirklich für dich selbst am besten sind und auch mit der Sternenergie am Anfang, dass du auch wirklich jetzt dir klar vor Augen führst, welchen Weg du gehst und diesen Weg einfach die ganze Zeit weitergehst, siehst, dass auch alles zu deinem Weg gehört, dass du auch eigentlich schon die ganze Zeit auf diesem einen speziellen Weg bist und dass sich dir jetzt einfach, glaube ich, mit zweimal dem Turm gegenwartsorientiert, mit 10 Stäben mit dem Gehängten, dass hier eine wirklich ganz, ganz neue Dynamik in dein Leben findet. Also eine ganz, ganz neue Dynamik. Wunderschön, hier die Kelche zu sehen. Sechs Kelche mit dem Ritter der Münzen. Ritter der Münzen, sechs Kelche ist eine sehr, sehr schöne Kombination zusammen mit dem Turm auch hier nochmal im Zentrum frisch, wo dieser Turm hier schon Leichtigkeit und neue Klarheit anscheinend irgendwie für dich in dein Sein gebracht hat. Frische, das ist sehr viel Frische, sehr viel Leichtigkeit, sehr viel Vertrauen, was du, glaube ich, neu fasst in dich selbst, in die Beziehung, in dein Gegenüber. Und ja, also sehr, sehr viel Fokus auf dich selbst. Bleib immer jetzt orientiert, versuch nicht zu viel in die Zukunft zu planen und sonst auch einfach sehr viel Zeit dir, glaube ich, jetzt nehmen, um zu chillen, damit sich dein Körper auch richtig daran gewöhnen kann, weil mit den ganzen Türmen hier ist es ganz, ganz viel, was so durcheinander gerüttelt wird. Aktuell, weil das ist gegenwartsorientiert, also es ist literally aktuell. Puh, es ist heavy. Also ganz, ganz viel Ruhe für dich.
Und deine Wahl. Du hast die Wahl. Sei dir klar darüber, dass du die Wahl hast, dass dein Herz eine spezielle Sache möchte, dass du träumen darfst, dass sich deine Träume auch erfüllen können und dass Wünsche wirklich Realität werden können für dich. Neun Kelche und der Schlüssel dafür ist einfach in allem wirklich, dich selbst zu wählen. Dich selbst zu wählen, deine Kraft neu zu sehen. Königin der Stäbe ist auch die schönste Energie, also die schönste weibliche Kraft, so literally einfach auch so vom Äußeren. Das ist so richtig dieses Puh. Und ja, die Kraft. Also so, das gibt mir wieder ein bisschen August. Neun. Neun zweimal. Schöne Energie auch hier. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, ja, für die du dich auch immer wieder neu entscheidest. Das Zusammenkommen kommen mit jemandem. Ich sehe das auf jeden Fall sehr langsam und sehr entspannt. Sehr entspannt, aus der Ruhe heraus, aus der Mitte heraus, aus einem ruhigen Fleck heraus. Etwas, was noch verstanden wird. Genau, mit dem zweimal dem Turm und dem Gehängten kann es auch wirklich sein, dass vielleicht irgendjemand in der Vergangenheit bereits etwas gecheckt hat und dass du jetzt gegenwärtig auch erst checkst, so was das wirklich heißt und was es wirklich bedeutet und wie tief das wirklich geht in der Verbindung. Hohepriesterin, Krebs, der Wagen. Drei Münzen, man darf daran arbeiten und das wird jetzt auch ganz anders. Königin der Stäbe, hier bist du wieder und du musst dich aber auch dazu entscheiden, wirklich da rein zu investieren mit dem Narren, weil das ist ganz, ganz neu. Neuer Zyklus mit der Welt, es ist ganz, ganz neu. Okay. Okay, die vier Schwerter. Vier Schwerter für die Ruhe. Es ist also für dich persönlich, für deine Seele jetzt sehr, sehr wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, keine voreilige Schlüsse gezogen werden, dass du richtig auf dein Herz dich verlässt und vertraust, neu auch so in deinem, also einen neuen, klaren Kopf findest, das Ass der Schwerter richtig für dich erkennst und auch vielleicht dich von Dingen noch verabschiedest, wo die Verabschiedung noch wichtig ist. Der Stern. Okay. Ja. So, jetzt bitte. Ach so. Okay, für die vier Schwerter hier für dich. Die vier Schwerter hier für dich. Das ist genau dieses mit jemandem daran arbeiten. Mit jemandem daran arbeiten, ihr arbeitet zusammen daran, ihr wollt zusammen ans selbe Ziel kommen und das verlangt einfach Arbeit. Schritt für Schritt, ganz langsam. Jede einzelne Münze wird einzeln bearbeitet. Hier wird nicht vieles auf einmal gemacht, kein Multitasking, sondern das ist so eine Sache auf einmal, eine Sache nach der anderen. Mit der vier Schwerter-Energie, klar auch dein Element Luft, ist es ganz klar so auch so noch die Schwelle zur Erde, so dieser Übergang, deine Fähigkeit richtig, das zu sehen, deine Stärke neu zu erkennen. Das ist ganz viel Kombination aus auch so verschiedenen Welten. Hab den Punkt gerade vergessen. Auf jeden Fall Schritt für Schritt ganz langsam. Ja. Okay, auf was fokussierst du dich also hier? Die vier Schwerter-Energie, acht Münzen. Jemand, der dazukommt, ganz klar. Rat des Schicksals. Dem Schicksal vertrauen. Es steht in den Sternen geschrieben. Okay, es steht in den Sternen geschrieben. Okay, noch eine dazu bitte. Vier Schwerter. Oh, ja. Ja. Die zehn Stäbe. Das ist die letzte Stäbekarte, 10 Stäbe, und dann fängt es wieder an mit dem Ast der Stäbe, okay? Hier ist es also auch, hier, sobald das wirklich in der Essenz, in der Wurzel erkannt wurde, sobald wirklich wieder da in rein investiert wird, wo dein Herz mit verbunden ist und alles Oberflächliche gecuttet wird, weil ich sehe für dich wirklich, deine eine Aufgabe hier ist es, noch viel zu cutten. Mit der Königin der Stäbe fällt dir das, also das fällt dir einfach. Das kannst du gut machen. Einfach wirklich zu erkennen für dich. Auch erstmal hier ist vielleicht ein bisschen noch ein schmerzhafter Prozess, wirklich zu sehen, okay, ich muss mich jetzt wirklich davon verabschieden, weil ich in diese eine klare Richtung will. Aber an sich gewinnst du ja nur aus dieser Entscheidung. Hier die 10 Stäbe, die sich reduzieren mit dem Vertrauen, dass du in dich selbst fasst, mit dem Vertrauen, dass du in deine Liebe fasst, mit dem Vertrauen, dass du in deinen Herzensmenschen fasst, in diese eine Verbindung, diese Seelenverbindung. Es gibt einen Grund, warum es sich bis hierher so entwickelt hat. Für neues Potenzial, ihr arbeitet daran, Leidenschaft, Feuer, literally ein neuer Anfang, Ast der Stäbe. Viel Kreativität, deine Kreativität, die jetzt vielleicht auch neu in Einsatz kommt, König der Münzen, vielleicht ist der Mai auch sehr wichtig. Okay. Jemand, auf den du dich verlassen kannst. Königin der Stäbe, König der Münzen ist, finde ich, auch eine nice Kombi, also von zwei Menschen.
Diese Kombination finde ich irgendwie, die ist gut. König der Kelche ist safe auch, ja. Es ist vielleicht auch innerlich so, dass du dir eine Sache erlauben darfst. Dass du dir etwas erlauben darfst. Erlauben darfst, etwas zu machen oder dich von etwas leiten zu lassen. Sechs Kelche wieder hier. Dadurch, dass du dich entscheidest, guck mal, wen dein Herz, Königin der Kelche, wen du wirklich möchtest. Und das ist ein ganz neues Abenteuer. Und es kommt aber wirklich jetzt auf die einzelnen Stränge an, die du noch pflegst, und wirklich zur Essenz für dich zu kommen, was dein Herz möchte. Okay, Rat des Schicksals. Der Zeit vertrauen, die Kraft für dich nehmen, in der, okay. Ja, deine Aufgaben, vielleicht auch deinen Fokus erstmal auch noch woanders hinsetzen, denn energetisch bist du sehr offen. Ich sehe etwas, was gecuttet werden darf. Energetisch gesehen bist du sehr offen. Du fokussierst dich auf dich selbst, auf deine Mitte, vielleicht auch deine Arbeit. Und es findet dich alles automatisch. Okay, ich bin jetzt gespannt für dich. Kann ich da. Okay. Wir klären jetzt die acht Kelche. Die acht Kelche. Okay. So, die acht Kelche. Es kann sein, dass jemand in der Vergangenheit getrauert hat, weil jemand gesehen hat, dass du dich vielleicht entfernt hast oder die Liebe mit jemandem ist einfach ein bisschen auch abgelaufen. Jetzt ist ein bisschen so eine Frage, wie weit, ne? So, okay. Acht Kelche. Jemand, der, wo das Gefühl ist da, aber auch jemand sieht, dass du vielleicht nicht mehr da bist. Okay, was sind hier die acht Kelche? Die acht Kelche für deine Herzensperson, die dich umgibt. Der Ritter der Kelche. Acht Kelche, Ritter der Kelche. Was sind die acht Kelche hier? Die Liebenden. Noch eine bitte ganz klar in diese Richtung. Aha, die habe ich auf dem Pre-Shuffle gesehen. Okay. Okay. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass jemand, glaube ich, sehr viel Zeit hatte, sich Gedanken zu machen über eine Verbindung mit dir. Du hast, glaube ich, in der Zwischenzeit ganz andere Dinge gemacht. So, du warst mit dir selbst beschäftigt, hattest im Herzen vielleicht noch so die Verbindung so ab und zu gespürt, aber eigentlich warst du schon so, du hast nicht mehr damit gerechnet, dass das nochmal aufkommt. Das Ganze ist dann nochmal aufgekommen und passiert. Jemand hat dich vielleicht mit etwas konfrontiert, mit dem du nicht gerechnet hast, und dieser Mensch hat aber auch ein bisschen Erwartungen an dich gehabt, wie du mit der Situation umgehst. Du bist anders mit der Situation umgegangen, als dieser Mensch wirklich erwartet hat. Dieser Mensch hatte nämlich ganz bestimmte Vorstellungen gehabt, als dieser Mensch damit auf dich zugekommen ist, und du bist anders damit umgegangen. Vielleicht entweder, weil das für dich noch zu neu war, du hast noch nicht richtig gesehen, wie tief das geht. Vielleicht hast du auch so ein bisschen zu schnell gehandelt, oder du hast vielleicht gar nicht erstmal direkt gehandelt, weil du einfach nur mit anderen Sachen beschäftigt warst. Auf jeden Fall hat dieser Mensch Erwartungen an dich gehabt, die du nicht richtig erfüllt hast. So. Aber an sich auch erstmal, sei, du musst keine Erwartungen erfüllen, du bist in deinem eigenen Film gewesen, so kein Dings, ne? So, gut so. Auf jeden Fall gibt es hier so einen Aspekt, dass dieser Mensch so trauert. Also das ist literally so ein bisschen Trauern um eine Verbindung, vielleicht aber auch einfach, weil man keine Veränderung gesehen hat. Vielleicht wäre hier noch nötig gewesen, dass irgendjemand noch einen Schritt geht. Save auch Reverse Energies as it applies, falls du in der Position warst, dass du etwas gemacht hast und du hast was von diesem Menschen erwartet und dieser Mensch ist dann nicht so damit umgegangen, wie du erwartet, wie du gedacht hättest. Ne? Also es kann so auf beide. Verzeihung, mein Wecker ist gerade angegangen. Auf jeden Fall. Das ist ein mitten am Tag Wecker. Auf jeden Fall, die Energien können natürlich auch umgetauscht sein. Vielleicht bist du gerade auch ein bisschen am Trauen, deswegen, aber irgendwie sehe ich dich gerade hier in einer sehr glowenden Energie. Deswegen, ne, und das ist auch die Klärung jetzt für die Menschen. Hier wurde ein Schritt nicht gegangen. Vielleicht hast du nicht das Investment gemacht, was sich dieser Mensch gewünscht hätte, damit man wirklich daran arbeiten, richtig, damit man richtig daran arbeiten kann. Und ich sehe, dass es für dich mit einem Verstehprozess zusammenhängt, dich energetisch gesehen noch mehr für diese Situation öffnen, beziehungsweise auch einfach sehen, dass du schon offen bist zu sehen, was du wirklich willst. Und aus deiner Ruhe heraus, das automat, also dass das so ein ganz klarer Weg für euch beide ist. Solltest du dich auch für diesen Menschen entscheiden, weil ich sehe, dass dieser Mensch sich auf eine Art für dich entschieden hat, und jetzt so ein bisschen trauert, weil so keine Veränderung stattfindet, weil vielleicht lange keine Veränderung stattfindet. Aber da ziehen wir jetzt mal noch eine drauf. Dieser Mensch, was, was,
Ast der Münzen. Ja, es ist literally genau das, was ich gerade gesagt habe. 7 Münzen nochmal darauf. Sehr viel Zeit, man ist ein bisschen sparsam, so wirklich mit den Aktionen heraus. Wenn es jetzt wirklich eine so starke Verbindung ist, 6 Kelche und dann die Liebenden, abgesehen davon, dass du das auch bist, so, dass dieser Mensch sich dir geöffnet hat und dann kam es zu nichts, so. Hier hält noch jemand ganz klar an etwas fest und wartet vielleicht auf ein Angebot oder auch mit der Zeit, dass es zu einem neuen Angebot kommt. Sehr, sehr viele Münzen, sehr, sehr viel Zeit zwischen euch, sehr, sehr viel echte Energie, sehr, sehr viel Erfahrungen, die ihr auch teilt. Okay. Kommt wieder ein bisschen zurück zu den 5 Münzen hier, ein Hin und Her. Okay, aber sehen wir gleich. So. Dieser Prinz der Schwerter, Ritter der Schwerter. Okay, dieser Prinz der Schwerter. Dieser Ritter der Schwerter, zweimal ganz schnelle Aktion von jemandem und Kommunikation. Kommunikation, jemand, der auf dich zukommt, zugeht. Kommunikation, König der Münzen, aha, okay, gegenwärtig. So, 10 Kelche, Königin der Schwerter, das bist du. Okay. Der Eremit. Den Eremit habe ich jetzt auch schon echt oft im Pre-Shuffle gesehen gehabt. Hier ist wieder der König der Münzen, also halt noch unten. Zehn Kelche heraus. Wie auch immer sich dir dieser Mensch mitgeteilt hat, als sich dieser Mensch mitgeteilt hat, das war richtig so, das war sehr, das war mit einer klaren Absicht. Dieser Mensch hat erkannt in der Vergangenheit durch den Eremiten, hat sich sehr viel Zeit genommen, aktiv Dinge verstanden über das Leben, über sich selbst, über die Liebe mit den 10 Kelchen, über das Zusammensein, über Erfüllung, was Erfüllung für diesen Menschen bedeutet. Sattheit, klar, Überfluss, das ist auch so ganz viel magische Energie. Und vielleicht hat dich auch in einem neuen Licht gesehen oder irgendwie so erkannt, so, was du für diesen Menschen bedeutest. Also das ist ganz, ganz viel Erkennen und ganz, ganz viel Absicht hinter der Art, was gesagt wurde. Also das, was dieser Mensch dir mitgeteilt hat, war, glaube ich, mit einem ganz klaren Wunsch verbunden von diesem Menschen, wonach sich dieser Mensch gesehnt hat. Und es kann aber auch sein, dass dieser Mensch das mit dem Eremiten, dass es diesem Menschen schon so lange durch den Kopf ging und dieser Mensch wirkt, also auch mit dem Ritter der Münzen, das wirklich viel, viel Zeit damit eingespielt hat. Und dann kam es so ein bisschen aus dem Nichts, weil vielleicht auch so mit den 10 Kelchen und dass es so auch so ein bisschen diesen Mensch einfach so überkommen hat. Und dann, deswegen kam es vielleicht für dich auch ein bisschen so aus dem Nichts, dass du so gar nicht damit gerechnet hast. Ihr zeigt auch beide 10 gegenwartsorientiert und für dich ist es auch diese 10, die sich zu etwas so, du erkennst den Kern von etwas, was dich so krass bewegt und was dir so viel bedeutet. Und dadurch kannst du so dann damit mehr anfangen, auch für euch beide. Und das ist ja eigentlich auch viel Sicherheit. Warum eigentlich? Ritter der Schwerter, okay. Vielleicht braucht dieser Mensch auch noch ein bisschen Zeit, um sich noch ein bisschen klarer zu entwickeln. Ja, stimmt, weil das ist eigentlich auch hier ziemlich fragmentiert. So, deswegen, wer es wirklich ist, weißt nur du mäßig auch. Die Karten sind auch ein bisschen so einer Spiegel, also die Karten sind ja ein Spiegel so, energetisch gesehen jetzt so, was abgeht. Dann hier so bei der Person, die dich umgibt, bisschen so fragmentierte Energie, weil dein Herz vielleicht immer noch, wenn energetisch gesehen noch so Bänder zu Menschen sind und du möchtest eigentlich in eine andere Richtung, ist es sehr schwer für dich wirklich das umgesetzt zu erleben, zu erfahren, so, wenn du noch mit anderen Dingen so beschäftigt bist im Hinterkopf. Deswegen ist im Überblick wirklich zu sehen, wer dich bewegt, wer dich wirklich berührt, was für dich ganz klar ist in Bezug auf die Liebe, diese Wahrheit, diese Verbindung und dann auch wirklich danach zu handeln. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Und als weibliche Energie in der Dynamik ist es auch richtig wichtig, dass du dir klar darüber bist, wie krass magisch deine Energie ist und dass du dich immer nur auf dich fokussierst. Und ja, diese Klarheit im Kopf, auch mit den 4 Schwertern, die du aber auch hast, das ist, glaube ich, auch so ein magischer Schlüssel. Und noch mehr mit der Richtung Solarplexus, ganz viel Gelb hier in die Richtung, in die du willst. Hatten wir auch am Anfang 6 Stäbe Gelb aus diesem magischen Deck. Irgendwas, was wirklich noch zu Ende gehen muss. Hier, deswegen auch die Türme gegenwartsorientiert. Etwas, was in deiner Hand liegt. Okay, ich habe das Deck jetzt weggelegt. Was ist hier noch? Drei Münzen, etwas, an das gearbeitet wird in der geteilten Energie. Vielleicht auch ein etwas, was schon. Okay, bevor es jetzt hier zu theoretisch wird. So, die 2 Stäbe.
Zwei Stäbe für die Person, die dich umgibt, okay? Ast der Schwerter, diese klare Wahrheit, die Sonne. Dein Gefühl. Dein Gefühl, die Wiederverbindung mit jemandem. Drei Kelche. Das Raum machen, das Platz machen, Veränderung, ganz, ganz viel Veränderung, die stattfindet. Einzelne Schlüssel, Ritter der Kelche hier, Ritter der Kelche hier. Einzelne Schlüssel, einzelne Schritte, die noch verbunden werden müssen. Etwas, was verbunden werden darf, die Liebenden, du, und das liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand. Ich sehe deine Energie offen. Siehst du sie auch? Acht Kelche, noch die Distanz, die Liebe neu erkennen, wirklich. Die Liebe neu erkennen. Du möchtest die Liebe. Acht Kelche, das Loslassen, die Entschlossenheit. Okay, wen wählst du? Ganz, ganz viel neue Sicherheit finden und fassen. Drei Stäbe Hoffnung und Erwartungen aus deiner Mitte heraus. Für dich selbst kannst du es. Jetzt ist es auch ein bisschen so, du im Split, dich auf jemanden verlassen, jemanden vertrauen. Das ist auch viel Loslassen. Das ist auch sehr viel Ungewissheit mit dem Page der Stäbe. Sehr viel Ungewissheit. Es kommt jetzt darauf an, glaube ich, auch die spaßige Seite in allem zu sehen. Der Stern wieder im Split. Wir haben den Stern jetzt mehrmals gesehen. Okay, also deine Wünsche und deine Träume. Jemand, der etwas beobachtet, zwei Stäbe. Jemand, der etwas beobachtet. Jemand, der etwas beobachtet, sehr stolz. Okay, mit Leichtigkeit, aber auch irgendwie. Okay, was macht dieser Mensch? So, zwei Stäbe. Was sind hier diese zwei Stäbe in der Klärung, bitte? Zwei Stäbe, König der Schwerter. Wassermann-Energie. Jemand, der sehr entschlossen dich beobachtet, auf den Zeitpunkt wartet. Der König der Schwerter ist auch so diese Energie. Man tut wirklich, was man sagt. Also jemand, der auch zu seinem Wort steht. Jemand, der richtig zu seinem Wort steht. Also auf den du dich auch noch mehr verlassen kannst. König der Münzen. Oh. Okay, guck mal. Das sind jetzt auch schon wieder zwei König der Münzen-Energie. Es gibt jemanden anscheinend, mit dem würdest du noch gerne daran arbeiten. Und dann gibt es noch jemanden. Guck mal hier. König der Schwerter, König der Münzen und König der Kelche. Ist das alles ein Mensch? Oder sind das alles verschiedene Menschen? Weil das sind auch alles verschiedene Energien. König der Kelche. Okay, das ist wortwörtlich. Zwei Stäbe. König der Münzen, König der Schwerter. Also die Wahl kannst nur du treffen. Ass der Kelche. König der Kelche. Und okay, ich sehe deine Wahl, dass deine Wahl erstmal du selbst bist, okay? Deine Wahl bist erstmal du selbst. Und in deinem Gefühl innerlich, ich weiß nicht, ob du siehst oder nicht, mit dem Gehängten kann das, mit dem Gehängten und dreimal der Turm, zweimal der Turm gegenwartsorientiert für dich, einmal der Gehängte gegenwartsorientiert, kann es auch stark sein, dass das Gefühl zu jemandem in der Vergangenheit so stark war, dass du es vielleicht gegenwärtig auch ein bisschen ignorierst und nicht richtig sehen willst und dadurch noch so diese anderen Verbindungen so gehalten werden. Okay. So, das Gericht. Der Zeit richtig vertrauen. Und jetzt ist es gefallen. Der König der Kelche aus dem Herzen heraus. Ich dachte, das ist eine. Es sind drei. Drei Schwerter, der Schmerz, der Teufel. Aha, das Gericht. Okay. Weil hier sind auch die drei Schwerter und die sind mir schon ein bisschen aufgefallen, weil hier hast du das Ast der Schwerter und die vier Schwerter scheinen der Schlüssel für dich zu sein. Und die vier Schwerter sind so, die wirklich die Konfrontation mit dem Herzschmerz. Drei Schwerter sind literally Herzschmerz. Und vielleicht war dein Schmerz in der Vergangenheit für eine Person so, so stark, dass du das wirklich mit dem Gehängten, du hast es abgeseilt, du konntest dich einfach gar nicht mehr damit beschäftigen. Und jetzt bist du auf einmal wieder damit konfrontiert und so vielleicht fragst du dich innerlich, ist es das jetzt wirklich wert? Und das Ding ist, wenn dein Herz wirklich so stark damit verbunden ist, wie hier schon ein paar Mal angedeutet ist auf den Karten, dann ist es das wert. Aber du musst dich halt einfach selbst für den Weg entscheiden. Du musst diesen Weg nicht gehen. Aber dieser Weg hat viel Potenzial mit den Liebenden. Safe, absolut. Okay, so. Das ist auch so ein bisschen etwas, was du selbst in die Hand nehmen kannst. Und es ist aber auch ein bisschen so, wenn es für dich bestimmt ist, dann findet es dich auch so oder so. Also es ist jetzt auch ein bisschen wieder deine Geduldfrage mit der Mäßigkeit und inwieweit du dich einfach dich selbst wählst, ohne jemand anderen. Und dann ist jemand hier so ähnlich wie du, dass dich selbst wählen automatisch auch diese Person wählen heißt. Ob du es willst oder nicht.
Okay, Königin der Münzen. Das scheint ein bisschen klar zu sein. Also es wird immer klarer, glaube ich. Okay, für die zwei Stäbe noch eine bitte. Vier Münzen. Ja. Okay, vier Münzen. Vier Münzen. Jemand hat dir ein Angebot gemacht oder macht dir ein Angebot, um wieder daran zu arbeiten, auch was in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Jetzt Vorsicht, es kann auch sein, dass zwei Menschen dir ein Angebot machen, weil es sind oft jetzt auf der beobachtenden Energie von den Menschen, die dich umgeben, sind jetzt zwei Könige. Also kann es durchaus sein, dass zwei Menschen dir ein Angebot machen. Ein Mensch davon, es kann auch sein, dass beide Menschen ganz lieb sind, aber es gibt energetisch gesehen einen Menschen mit klareren Absichten für dich. Und ich glaube, dieser Mensch sieht dich auch wirklich so für wer du wirklich bist. Weil sich dieser Mensch auch irgendwie besser kennt. So Kommunikation, Königin der Stäbe. Also viele, viele Nachrichten, die rein und rauskommen jetzt, glaube ich, für dich. Na, die rein und rauskommen. Sieben Stäbe und es kommt zurück dazu, die Grenzen zu ziehen, zu wen du wirklich möchtest. Okay, wir klären jetzt, König der Münzen wieder. Wir klären jetzt die geteilte Energie. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir in der geteilten Energie sehen. Okay, so, hold up. Okay, geteilte Energie, der Gehängte, die zwei Münzen und die drei Münzen. Uff. Geteilte Energie, der Gehängte, die zwei Münzen und die drei Münzen. Was bedeutet dieser Gehängte hier? Es gibt, glaube ich, ein Gefühl in dir, mit dem du dich nicht befassen möchtest. Und es kann auch sein, dass dieses Gefühl, das ist auch ein Gefühl, mit dem ein Mensch auch, der dich umgibt, Sonne der Eremit, Sonne der Eremit, mit dieser Mensch musst du das auch so ein bisschen durchmachen vielleicht. Der Tod, Skorpionkarte. Zwei Stäbe wieder. Okay, was bedeutet der Gehängte hier? Was bedeutet der Gehängte hier? Was bedeutet dieser Gehängte hier? Sieben Stäbe. Mehr dazu? Der Gehängte hier. Königin der Stäbe, fünf Stäbe. Oh. Das kommt zurück zu dir jetzt zweimal sogar. Königin der Stäbe zeigst du schon. Und dann zeigst du auch die sieben Stäbe schon in deiner Kombinationsenergie, aus dem, was du gelernt hast in der Vergangenheit und das, was du möchtest. Und hier sind jetzt schon auch die fünf Stäbe vom Anfang, deine Willenskraft und zu sehen, wie du dich einsetzt, wie dein Einsatz ist, was dein Einsatz ist, was du machst. Alles unter halt Anbetracht und unter like Respect auf deinen persönlichen so Grenzen, die du mit diesen Menschen ziehst. Aber ich sehe hier ganz viel, dass du, glaube ich, auf eine Art passiv gegenüber einer Situation bist, die stark dein Feuer entfacht, 5 und 7, wo viel Veränderung auch mit sich kommt. Und ich glaube, dieser Weg, den du mit diesen Menschen gehen würdest, ist der ungewisseste. Und gleichzeitig sehnst du dich vielleicht nach diesem am meisten, aber es kommt jetzt auch, also es hängt damit zusammen, wie weit du dich wirklich einbringst. Also es gibt hier einen Punkt, dass du entweder du musst klarer die Grenzen ziehen, wie gesagt, und die verschiedenen Bänder noch schneiden, dann fokussierst du dich weiterhin auf deine Ruhe, auf deine Mitte und es findet zu dir. Also hier gibt es noch diesen einen Aspekt von dich diesen Menschen wirklich öffnen. Weil ich dich jetzt in Bezug auf die geteilte Energie mit diesem einen Menschen sehe, dass du, dass es stark dein Feuer entfacht, aber dass du dem keine mit dem Gehängten keine Aufmerksamkeit schenken möchtest. Vielleicht aus dem Schmerz aus der Vergangenheit, zweimal die Turmenergie. Oder dass dieser Mensch einfach ein bisschen unberechenbar ist. Hier ist noch eine andere Energie von einem Menschen, der anwesend ist, aber von dem das Herz nicht wirklich zugänglich ist. Und mit diesem Menschen scheinst du aber irgendwie gerade beschäftigt zu sein. Jetzt ist die Frage, warum bist du energetisch gesehen mit einem Menschen beschäftigt, der irgendwie gar nicht richtig, also mit dem du keine wirkliche Herzensverbindung, also wo viel Feuer da ist, viel Leidenschaft, aber das Herz nicht wirklich involviert ist. Und dann da, wo der Mensch ist mit dem Herzen, dass du das dann ablockst oder dass du dem nicht richtig öffnest. Das ist gerade ein bisschen so diese Energie aus der Kombination mit dem Gehängten. Auch für dich hier in der Seelenverbindung mit den 10 Stäben, die Essenz wirklich erkennen, was es für dich bedeutet. Die Leichtigkeit und die Liebe. Okay. Zwei Münzen. Zwei Münzen Energie.
8 Schwerter. 2 Münzen Energie. 2 Münzen Energie. Ritter der Kelche wieder. 2 Münzen. Hohepriesterin. Sehr, sehr viel Potenzial. Sehr, sehr viel Potenzial, aber es werden 2 Schritte nach vorne, 3 Schritte zurück. Dadurch, dass sich hier noch mit jemandem befasst wird, 7 Kelche, und mit diesem Menschen weißt du eigentlich innerlich auch, dass es einfach nur so ein bisschen Spielerei ist. Sonst würdest du es auch, glaube ich, gar nicht in Frage stellen. 8 Kelche. 8 Kelche auch von hier. Okay, was sind die 2 Münzen hier, bitte? Ganz, ganz klar. Die 2 Münzen in der geteilten Energie. Welche Schritte sind wichtig? Was ist jetzt wichtig zu sehen aus dieser Energie, bitte? Zu deinem höchsten Wohl, zu deinem höchsten Wohl, zu deinem höchsten Wohl. 2 Münzen. Der König der Schwerter. Der König der Schwerter jetzt 2-mal. Der König der Schwerter scheint sehr entschlossen zu sein. Ich weiß nicht, ob der König der Schwerter noch ein bisschen Zeit braucht. Der König der Schwerter schaut dich hier ganz klar an. Dieser andere Mensch schaut dich nicht an, schaut eher so ein bisschen dran, dass noch an etwas festgehalten wird, weil du vielleicht diesen Menschen einfach nur Sicherheit gibst. Sicherheit und ein gutes Gefühl. Der König der Schwerter scheint sehr entschlossen zu sein für diesen Neubeginn und sieht auch die Seelenverbindung, okay? 2 Münzen. Warum gibt es hier noch ein Hin und Her? Hier, bitte nochmal auf die 2 Münzen. Bube der Münzen, okay. Es geht darum, wirklich den entscheidenden Schritt zu gehen, und es kann sein, dass der entscheidende Schritt dein Öffnen ist mit dem Ass der Münzen, damit diese 2 Münzen hier mit den 3 Münzen, damit das endlich anfängt, damit es endlich ins Rollen kommt, damit endlich daran gearbeitet werden kann, damit aus den 7 Münzen die 8. Münze, die du in deiner Hand hast, höchstwahrscheinlich, damit du diese Münze reichen kannst und sagen kannst, okay, ja, lass wirklich daran arbeiten, ja, ich öffne mich jetzt auch wirklich dafür, König der Münzen wieder hier, 5 Münzen unten, an dem, was kaputt gegangen ist. Auf freier Wille, Instabilität, ganz viel, was jetzt neu passiert. Ein Ende. Okay, für die 2 Münzen, bitte König der Schwerter und der Bube der Münzen, noch eine hier, die 2 Stäbe. Okay, es hat sich jetzt sehr schön herausgefiltert. 2 Stäbe hier, 2 Stäbe hier, 2 Münzen hier, okay? König der Schwerter. Es scheint mir, und das habe ich auch schon direkt am Anfang gefühlt, als ich die Wassermark hatte, also als ich den Stern gesehen habe und den König der Schwerter mit dem Ass der Schwerter zusammen, es ist eine klare Wahrheit in dir. Du bist mit diesem Menschen literally, ihr seid aus dem gleichen Element. Ihr seid sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr gleich. Ihr tickt ähnlich, ihr tickt gleich. Es ist viel, viel Zeit vergangen, deswegen vielleicht auch bei dir ein bisschen diese Unsicherheit, diese Zweifel, diese Sicherheit, die du von anderen Menschen vielleicht noch mehr kriegst als von diesen Menschen. Sehr viel Ungewissheit. Und es kommt jetzt für dich darauf an, wirklich zu erkennen, was das für dich bedeutet, was bisher mit diesen Menschen passiert ist. Wieder 2 Münzen. 2 Menschen, die unsicher sind. 2 Münzen, 2 Münzen. 4 Spiegelung. Was sind die 3 Münzen hier für euch beide? Die 3 Münzen, Ass der Kelche. Okay. An was wird hier gearbeitet? An was wird mit wem gearbeitet? In der geteilten Energie, mit der Mäßigkeit, mit der Zeit, du, dass du dich für dich selbst entscheidest, ganz ausschlaggebend. 10 Stäbe, aha. Ihr könnt beide an dem Neuanfang arbeiten. So, mit dem Druck hier, 10 Stäbe, kommt zurück dazu, Ass der Stäbe. 8 Schwerter, doppelte 4 Energie. 6 Schwerter sind geflogen. 6 Schwerter ist genau diese Energie, eine neue Richtung. Du entscheidest dich, in eine neue Richtung anzuvisieren, du möchtest neue Ufer erkunden, und oft ist es bei den 6 Schwertern so, dass auch noch andere Menschen mitkommen. Okay, so jetzt bitte noch einmal die Essenz aus diesen 3 Münzen. Mit voller Kraft, dass du dich dazu entscheidest, dass ihr beide euch dazu entscheidet, daran zu arbeiten, 6 Schwerter in die neue Richtung anzuvisieren, in dieser Seelenverbindung. Du öffnest dich deinem Herzen wirklich neu. Auch so alles, was so Gruseliges da mitkommt, mit dem Turm auch. Und die Sonne. Aha, guck mal, es kommt ganz klar zurück zu deinem Überblick, zu der Wahrheit, die du erkannt hast. Weil du hast etwas erkannt. Mit jemandem fühlst du dich hier ganz, ganz krass verbunden. Die Flamme sah gerade so klein aus. Aber sie leuchtet. Mit jemandem fühlst du dich hier ganz, ganz krass verbunden. Dieser Mensch erweckt auch so dein inneres Kind. Ihr kennt euch schon todeslange. Die Stärke. Dein Kraft.
dein Schlüssel, deine Kraft, so für das, die Verbindung, ist erstmal so neu zu checken, wer du wirklich bist. Königin der Stäbe, deine ganze Feuerenergie in dich selbst zu lenken auch. Tust du weiterhin darin zu ruhen, dir klar darüber zu sein, in welche Richtung du möchtest. Dich auch energetisch gesehen bewusster mehr in diese Richtung öffnen. Verstehprozess, zwei unerwartete Sachen, die vielleicht schon passiert sind, vielleicht passieren. Und du bleibst weiterhin geerdet in deiner Mitte, dir ist ganz klar, in welche Richtung du möchtest. Und du entscheidest dich ganz, ganz stark für dich selbst. Und du scheinst mit diesem Menschen so ähnlich zu sein, dass für dich selbst zu entscheiden automatisch bedeutet, dass du dich für diesen Menschen entscheidest. Ass der Münzen. Und es kann wirklich sein, dass du dich diesen Menschen jetzt einmal neu öffnest oder neu mitteilst. Es kann eine richtig kleine Geste sein, die dann aber auch sehr, sehr viel bewegt. Acht Kelche. Für eine neue Reise. Aber auch immer noch dieses acht Kelche gibt mir noch so ein bisschen dieses so, irgendjemand ist weg. Aber man ist noch irgendwie da. Drei Stäbe. Man hat noch Hoffnungen. Noch eine Karte bitte für dich im Überblick, was ist jetzt richtig. Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter war auch schon hier orientiert. Also es wurde eigentlich schon alles gesagt. Es wurde eigentlich schon alles gesagt. Und du, es geht jetzt auch ein bisschen für dich daraus klar, aus dieser ganzen Energie. Sobald du wirklich verstanden hast, was diese klare Sache für dich ist, dass du, also das ist Kommunikation, Ritter der Schwerter ist auch Kommunikation und dass du nach außen gehst. Noch eine Karte bitte für Bube der Kelche. Okay, ganz frisch und ganz leicht. Und dieser Mensch hat sich dir, glaube ich, schon geöffnet. Und jetzt vielleicht bist du auch ein bisschen am Zug. Okay, fünf Kelche. Ja, es ist schmerzhaft, aber es ist notwendig auch. Und viel Potenzial. Und die Essenz ist, glaube ich, wirklich den Schmerz aus der Vergangenheit irgendwie vielleicht anzuerkennen. Wo waren die hier gerade? Die drei Schwerter waren umgedreht. Okay, so. Ich ziehe dir jetzt. Beziehungsweise euch. So, jetzt noch Tipps. Das ist für dich und deine Herzensperson, okay? So, Tipps jetzt für dich. Was sind jetzt Tipps aus all dem für dich in der Liebe, in der Erfüllung? In der Liebe und in der Erfüllung für dich, was sind Tipps in der Liebe und in der Erfüllung für alles? Vier Schwerter, okay, in der Ruhe. Die Ruhe hatten wir schon. Keine Angst haben, das sind viel mit dem Turm und mit dem Bube der Stäbe, ist das richtig viel so. Das ist alles so neu und so krass anders, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen und so. Also es ist ganz viel Ruhe für dich auch in deinen Entscheidungen. König der Münzen, dieser Mensch ist, du kannst dich auf diesen Menschen verlassen. Und noch eine Sache. Sechs Kelche, ja. Acht Kelche hier. Vielleicht hat dieser Mensch dich in der Vergangenheit schon einmal verlassen, deswegen weißt du nicht, ob es dann wieder auch so passiert oder so. Sechs Kelche. Ach so. Vier Schwerter, König der Münzen und dann die sechs Kelche. Geteilte Energie. So. Zusammenfassend sehe ich hier also, dass es sehr, sehr viel Potenzial für dich gibt, erstmal eine Sache richtig zu checken und zu verstehen, die dein Herz die ganze Zeit versucht, mit dir zu kommunizieren. Wahrscheinlich auch schon seit einer langen Zeit. Etwas, was du vielleicht auch in der Vergangenheit schon bereits verdrängt hast, weil es zu schmerzhaft war, das jetzt wieder ans Licht kommt oder ans Licht gekommen ist, mit dem du dich befasst, darauf ruhst, das verstehst und dann verstehst, mit was für einer Absicht wirklich dieser Mensch in dein Leben getreten ist und aus was für einem Grund dieser Mensch in dein Leben getreten ist und was für große Möglichkeiten für euch beide dadurch entstanden sind und was auch in Zukunft noch krasser entstehen kann und was es wirklich bedeutet, in dieser tiefen, tiefen Verbindung zu sein, zweimal sechs Kelche, die Liebenden. Und das ist auch so neu, deine Essenz zu erkennen, von wer du wirklich bist und was du wirklich willst mit diesen Menschen zusammen und was ihr zusammen erschaffen könnt. Ja. Ich hoffe, diese Legung konnte dir Antworten geben oder konnte dich inspirieren. Falls du Fragen hast oder so, dann weißt du auch, wie du mich erreichen kannst. Du kannst mir so viele Fragen stellen, wie du magst. Und nochmal Dankeschön für dein Vertrauen. Alles Liebe und ich freue mich schon von dir zu hören. Und ja. Peace.